bei mir ist auch ein konzeptuelles Moment mit drin, in einer Art Work in Progress, quasi zu einer Entwicklung in Berlin kommt. Also quasi von hier ausgehend dann nach Berlin, dass das fertige Produkt da hergestellt wird. Um das so konkret zu erklären, geht es bei mir um diese Waben. Das Prinzip der Wabe ist ja so, dass man das so zusammenstellen kann, das Objekt, und in allen Richtungen eine andere Dimension erfährt, also eine Vergrößerung. Frankreich betrachtet sich als Hexagon, als Sechseck. Hexagon ist in Frankreich ein Synonym für das Land selbst. Also man spricht von seinem Land als das Hexagon. Frankreich weiß jeder, was das bedeutet. Und in dieser Arbeit habe ich Landkarten auseinandergeschnitten in dieser Form, in dieser Sechseckform. Und zwar all die Strecken, all die Orte, wo ich mich in Frankreich aufgehalten habe. Meine Verortung in Frankreich widerspiegelt sich in diesem Wabenmuster der Sechsecke. Hast du die dann da hingeklebt, wo die auch hingehören? Nein, nein, das sieht aus wie Frankreich, aber das ist meine ganz private Landkarte, die also nur aus den Orten besteht, wo ich mich öfters, oder einmal mindestens, aber auch öfters oder lange aufgehalten habe. Du hast aber nicht zum Beispiel das da hingeklebt, wo das geografisch hätte also sein müssen. Ein bisschen schon zur Orientierung, dass man weiß, wovon man da spricht. Aber Paris zum Beispiel, wo ich ja immer wieder bin, als erstes, ist so groß wie halb Frankreich. Ja? Also die Bedeutung von Paris ist hier klar so zu erkennen, wenn man diese Landkarte hier lesen kann oder lesen möchte. Das ist jetzt ein Projekt gewesen, bezogen auf die Erdkunde. Ich habe aber das Konzept der Form des Sechseckes übernommen, um später in Berlin eine dreidimensionale Arbeit zu schaffen, die aus diesem zugeklappten Sechseck besteht.